Heute findet hier die E-Mobility Night 2018 statt. Das ist ein ganz neues Format, das wir zum ersten Mal ausprobieren. Wir von Mahle denken, dass es in der Zukunft verschiedene Antriebsformen parallel geben wird. Es wird nicht eine einzige wunderbare Lösung geben, sondern es gibt für jeden Bereich eine bessere, eine richtigere Lösung. Und die bessere und richtige Lösung für die Stadt ist ganz klar die Elektromobilität. Also mit dem Miet zeigen wir unterschiedliche Technologien, Technologiebereiche. Das ist zum einen mal ein elektrischer Antriebsstrang, ein Thermomanagement ausgelegt für ein Elektrofahrzeug und wir behandeln das Thema Konnektivität. Der Bereich Thermomanagement, den vertreten wir sehr gut mit einer großen Produktpalette. Der Bereich Antriebstechnologie, das heißt Elektromotoren, Inverter, Leistungselektronik, Software, den entwickeln wir jetzt gerade und bringen die ersten Projekte in Serie. Die Firma Mahle hat einen ganz großartigen Weg eingeschlagen, finde ich. Firma Mahle macht hier Pionierarbeit. Vor allem so mutig mit so spannenden Themen. Nicht nur Elektromotor wird hier einfach mal als Thema gewählt, sondern auch das induktive Laden. In der zentralen Vorausentwicklung entwickeln wir wirklich ganz neue Produkte, auch für die E-Mobilität. Und ich als Mitarbeiter kann da meine eigenen Wünsche, meine eigenen Erfahrungen und meine eigene Kreativität voll zum Ausdruck bringen. Gerade das Thema Gesamtfahrzeug, das Thema Miet, was vom weißen Blatt Papier aus entstanden ist, als eigenes Mahle-Fahrzeug, das zu begleiten, betreuen zu dürfen, das macht mir sehr Spaß. An diesem E-Mobility Night bei der Firma Mahle spüre ich wirklich eine ganz besondere Energie. Und ich spüre auch, dass alle, die hier sind, hinter dem Ziel stehen, die Elektromobilität voranzutreiben. Gerade der Bereich E-Mobilität, da wachsen wir, da gibt es viele neue Stellen, da gibt es ganz interessante neue Themen und das ist einfach extrem spannend, da von Anfang an mit dabei zu sein.